Ein Empfang in Rot-Weiß. Zum Sparkassenspieltag wurde schon vor der Hallentür auf das Heimspiel des ESV Lok Pirna eingestimmt. Die Sonnenstein-Arena, zu jedem Spiel ein Stimmungshexenkessel mit akustischer Unterstützung vom Großsponsor, der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Das Ganze kann man einfach nur Pappklatscher nennen. Funktioniert auf diese Art, soll möglichst Lärm machen, soll die Mannschaft anfeuern und dazu ist es im Groben eigentlich nur da. Und das teilen wir dann möglichst an jeden Kunden aus, dass wir das dann einfach hinkriegen. Im Foyer dagegen klickte der Fotoapparat. Einmal mit Maskottchen Winnie vorm Lok-Mega-Poster aufstellen und schon gab es eine schöne Erinnerung mit nach Hause. Die Halle fast ausverkauft. Warm machen für den 26. Spieltag der 3. Handballliga Ost. Auf den Tribünen und auf dem Feld. Mit der SG LVB Leipzig treffen die Lokhandballer auf einen nahezu gleichwertigen Gegner. Genug Brisanz für ein Spiel mit viel Tempo und Spannung erhofft sich auch Joachim Krieg von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Generell würde ich sagen, nicht reißend, ohne Langeweile, ein Angriff jagt den anderen und die Spieler müssen in Sekunden schneller ihre Taktik ändern. Es ist ein körpertonnes Spiel. Das mitreißt und in Sekunden schnell Entscheidungen. Das ist für mich begeisternd für das Thema Anpfiff. Mit dem Anpfiff legte die Lok 7 druckvoll los. Vergessen das Hinspiel gegen die Leipziger, das mit müder Leistung knapp verloren ging. Der letzte Derby-Sieg bereits zu lange her, das sollte sich jetzt ändern. Ja, Gegner war Derby angesagt und da ist es egal, wo der Gegner steht oder wie die heißen, es ist auch, wo wir spielen, es ist einfach Derby. Da bei uns ist ein kleines Problem, dass wir so viele Ausländer haben und die Jungs das nicht so fühlen. Aber die haben das verstanden und gut gelöst. Bis zur Halbzeitpause spielte Lok Pirna eine Führung von 15-10 heraus. Torschancen wurden effektiv genutzt. Die Leipziger dagegen hatten es schwer, zum Schuss zu kommen. Also erste Halbzeit war natürlich die Abwehr überragend, da musste ich eigentlich gar keine Bälle halten. Und ich sag mal, ja, also es lief ganz okay. Also es gab Phasen, wo man mich hätte rausnehmen können, aber Peter hat mir dann doch noch das Vertrauen gegeben und ich hatte auch das Gefühl, es geht nochmal. Und hat sich ja dann gelohnt. Sven Grad wohl überzeugte mit starker Leistung zwischen den Pfosten. Auf dem Spielfeld waren es vor allem Dusan Milicevic und Robert Delinac mit 8 bzw. 7 Treffern. Insgesamt stimmte einfach die Mannschaftsleistung, die den Leipzigern keine Chance zum Anschluss ließ. Schlussstand 31-24. Mit 24 Toren zu Hause kann man leben. Und wir haben sie eigentlich ganz gut gespielt. Wir haben uns taktisch gut darauf eingestellt und haben den Kampf angenommen und hat sich dann im Ergebnis niedergeschlagen. Und die Lok ist weiter auf Erfolgsfahrt. 2 Tage nach dem Heimsieg konnte sich die Mannschaft die sächsische Krone beim Molton Cup erspielen. Ein 25-28 Sieg gegen den Dresdner HC Elbflorenz steht zu Buche, sowie die Startberechtigung für den DHB-Pokal in der kommenden Saison.